So, hier muss ich wieder erzählen, aber ich weiß das noch. Boah, dumme scheiß Grasbüschel da, ne? Die erfunden, ey. Die sind richtig ekelhaft. Voll die schlaue Frage, wer hat die erfunden? Hauptsache da drunter, der geht kaputt. Wollte ich doch gar nicht töten, der arme Grasblock. Das musste der dafür leiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitte sei richtig. Yes. Und wieder nicht zählen. Entspannt bauen. Da ich das vorher immer so kompliziert gemacht habe. Ja, wie dumm, ne? Habe ich jetzt eigentlich 3? Na gut, den einen muss ich ja sowieso neu bauen. Oh, ups. Das sieht jetzt sehr stabil aus, muss ich schon sagen. Ah, ich habe schon alle. Okay, dann muss ich jetzt hier nur noch den einen neu bauen. Das kriege ich hin. So, hier sieht für mich die Seite da länger aus. Vielleicht ist das nur eine optische Täuschung. Hm. Ich sollte vielleicht nachher nochmal nachprüfen. Nicht, dass ich dann nachher was asymmetrisch gebaut habe. Man kann ja nochmal alles neu bauen. Das wäre scheiße. Ja, jetzt kommt der Spaß. Ich muss das hier abbauen. Yay, yeah, das ist so lustig und macht Spaß. Hui. Eigentlich kann ich das nur lassen, weil dann nachher eh eben gekloppt wird. Ich hatte dann bei der Welt, bei Fortress Craft, bei der Burg da halt so einen riesigen... Ja, unten war alles drin hohl, weil ich habe dann halt die Mauern ganz hochgezogen, habe dann irgendwo hier zum Beispiel in der Höhe hier oder so, also da, wo kein Boden ist, hier in der Höhe zum Beispiel, so eine gerade Fläche gezogen. Und da waren dann halt das Dorf und die Burg und alles drauf. Ne, nicht Burg, Schloss. Ich verwechsel immer, warum verwechsel ich das immer? Weil die Burg ist ja praktisch die Mauer und so, alles, was draußen drum ist. Und innen drin kommt dann das Schloss rein. Und um das Schloss kommen dann noch so ein paar Dörfer und alles Mögliche halt. Ah, cool. Ich dachte, ich muss da jetzt irgendwas hingießen, damit das nicht abkackt. Oh, ist das nervig. Hier bitte auch. Yay. Kein Terraforming muss ich machen. So. Bau bitte schneller ab. Du kannst das, ich weiß das. Manchmal hätte ich echt gern, die Dinger, wo man so Kommandos eingeben kann, wo halt, keine Ahnung, dann ist auf so einer Fläche bis zu so einer Fläche halt so ein, ja, Fläche halt aus Cobblestone. Das ist voll geil, das hätte ich auch gern. Aber das gibt es bei der Xbox ja halt nicht, ich weiß auch gerade gar nicht, wie das heißt. So, jetzt kommt wieder hier die Tools der Aufgabe der Welt. Abzählen. Boah, die Parts hier sind aber recht langweilig, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Gut. Oh, komm schnell dran. Zu dumm für. Zu scheiße für. Jetzt gefällt mir ja doch nur die Sportnummer um. Nee. Das wäre ein bisschen blöd. Aber nur geringfügig. Hier, ne? Das ist jetzt falsch, Bau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, fast so weit. Ah, okay. Oh. Yeah, das ist wieder sehr spannend. Okay, ich finde das gerade schon ein relativ lamer und nicht unterhaltungstoller Minecraft-Part. Beziehungsweise Minecraft-Parts. Das sind ja mehrere, die ich jetzt schon aufgenommen habe. Tut mir leid, das wird hoffentlich wieder bald mal besser. 1, 2, 3. Kann auch sein, dass das nur mir langweilig vorkommt, weil eigentlich ist Minecraft halt so, immer baut halt was nicht wart. Aber viele gucken, also. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, ob ihr das hier langweilig findet oder nicht. 1, 2, 3, 4. Ich finde das normale Let's Play halt unterhaltsamer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich habe gerade Gammel in der Nase. 2, 3, 4.
4, 5, 6, oh, 7, 8, 9, 10. Dann kann es weg. 11, 12, 13, 14, 15. Sonst bin ich hier nicht mehr im Wasser. Obwohl, doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich brauche ganze Zählen. Ich muss das nur hiermit verbinden. Okay. 1 zu viel gemacht. Du hast aber jetzt nicht so tragisch, ne? Mal gucken, wie viel Platz ich jetzt noch da drin habe dann. Ja doch, hier kann man ein paar Häuser reinbauen. Nur von wo wird dann der Eingang sein? Ich will ja so einen fetten Eingang bauen. Und ich würde auch eigentlich gern Burggraben bauen, das wäre cool. Ich könnte mal schlafen gehen. Wow. Einfach so gelandet. Ja, mein voll fertiges Haus hier, ne? Sieht man im Hintergrund, wie die Sonne aufgeht? Oder wie es hell wird? Ah, aua. Der Baum da schwebt. Ein fliegender Busch. Doch, das geht aber, finde ich. Also, ihr findet das, denke ich, auch recht passend. Die Mauern hier werden natürlich nicht 1 breit, die werden noch, ah, genau, das wollte ich noch überlegen, wie breit die Mauern überhaupt werden. Das ist ja 15 breit und dann vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Da sind die 14 lang. So, ich guck mal. Weil man soll ja auch noch durch die Mauern durchgehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist die Mauer dann so breit genug oder soll die noch ein bisschen fetter werden? Ne, ich denke, das reicht. Oder 8. Andererseits kann man so viel gar nicht in so einen Gang hier reinbauen, ne? Ich könnte natürlich auch die Mauer weiterhin nach außen verlagern. Obwohl. Nee. Das soll schon symmetrisch sein. Geil, ich kann dann hier die Wände gleich wieder alle abreißen. Ich war auch ziemlich dumm, ne? Ist mir gerade mal aufgefallen. Anstatt ich dann, hier so ein Quadrat. Obwohl, der geht ja gar nicht. Oder doch? Nee, hä? Oh, jetzt bin ich schon wieder verwirrt und bekomme Kopfweh. So, reicht das so von der Breite der Mauern? Weil ich will ja noch durch die Mauern durchgehen und so. Vielleicht noch eins breiter. Ich mach einfach mal gucken. Wird schon nicht schaden, ne? Wow. So. 1, 2, 3. Hoffentlich ist das keine Fehlentscheidung. Weil die kann ich nicht nochmal so einfach neu bauen, wenn ich die erstmal gebaut habe, die scheiß Mauern. Ups, fail. Ein bisschen zurück. Aber man soll dann halt auch in der Burg rumlaufen können, ist ja logisch. Ist das jetzt wieder zu viel oder nicht? Voll die komplizierte Entscheidung. Ich halte mich zu lange dran auf. Definitiv. Ich habe Rotz in der Nase, wie man hört. Oh, ich weiß es nicht. Ich hab Pfeifflüsse. Boah, wieso halte ich mich so lange an so Scheißentscheidungen auf? Ich mache hier nochmal 7, um zu vergleichen. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber 7 reicht eigentlich, oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist da jetzt irgendwie symmetrisch oder so? Asymmetrisch? Nee, sieht glaube ich nur so aus. Ja, 7 reicht, komm. Oder? Ey, ich kann mich nicht entscheiden. Das sieht irgendwie so klein aus und das sieht so groß aus. Ich hol's einfach da. 8.
8 wird sein. Meine Wahl fällt auf 8. Auch wenn er vielleicht ein bisschen riesengroß ist zu so Mauern. Aber egal. Na geil ist die Mittellinie. Kann ich gleich echt nochmal abreißen. Toll, ne? So. Zieh ich das mal hier durch. Der Doof ist jetzt nur, jetzt wird der Platz drin nochmal verkleinert. Ne, habe ich keinen Platz mehr für geile Häuser. Ich baue halt so simple Gammeldörferhäuser rein. Was ja eigentlich normal ist in so einem altertümlichen, keine Ahnung, Burgding, wo dann halt in der Mitte so ein Bauerndorf ist. Praktisch. Weil da sind ja nicht alle reich, ne? So. Das Problem ist, ich sehe jetzt gar nicht, ah doch. Wenn ich irgendwo ankomme, nachher baue ich da 800 Kilometer zu weit. Wow, das ist schon wieder so spannend. Ich biete euch heute unglaubliche Abwechslung und Spannung pur. Ja? Was hab ich denn da gemacht, ey? Voll nicht zu Ende gebaut. Ja, okay, doch, das reicht. Wie das noch aussieht, ne? Aber ich denke, nach der Aufnahmesession hier werdet ihr dann, ja, eine große Veränderung sehen, weil ich das gleich mit meinem Bruder weiterbauen werde. Und dann werde ich die kompletten Mauern so hochziehen, wie ich will. Die Türme, soll ich die Türme auch schon so hochziehen oder soll ich die erstmal so hochziehen wie die Mauern? Ich denke, ich ziehe die erstmal so hoch wie die Mauern. Aber wird schon sau viel Arbeit werden, hier das alleine alles hochzuziehen, ey. Oh, ich weiß noch, bei dem Fortress-Kampfspiel habe ich das alleine gemacht. Ne, das war viel Arbeit. Das hat so lange gedauert. Boah, das war ekelhaft. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Wenn ihr wollt, könnte ich davon vielleicht mal ein kleines Let's Show machen, weil ich da gebaut habe alles. Die Welt ist schon so alt, ne? Da müssten jetzt auch ganz viele Updates draußen sein, wenn der Entwickler mal seinen Arsch gelüftet hat, weil er hat echt... Ja, jetzt kommt ein Update und dann 2 Jahre später kommt erst das Update. Oder mehrere Monate, das ist kein Witz. Ich finde cool, wie das hier funktioniert. Man muss einfach fliegen, bauen und das klappt dann. Voll geil. Voll geil. Also wenn ihr davon Let's Show wollt, das ist so ähnlich wie Minecraft, da habe ich halt auch ein paar Sachen gebaut. Logischerweise, weil das ja so ist wie Minecraft. Und wenn ihr davon Let's Show haben wollt, könnt ihr das gerne sagen. Okay, jetzt ist der Platz innen drin echt schon drastisch minimiert. So, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wie das hier ist. Auf allen Seiten. Und dann zu halt ganz hoch. Aber ich finde es halt gut. Doch, das ist gut. Hab ich gut gemacht. Das war ja jetzt 8, ne? Oder? Ja. Wie kommt mir das asymmetrisch vor? Ne, doch nicht. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay, 8 eigentlich. Aber ich habe jetzt nur die Innendinger gezählt. Okay, ist doch symmetrisch. Habe ich mich vertan. Also wenn ihr davon Let's Show haben wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geschrieben wird, weil ihr jetzt schreiben wollt, so, ja, mach ein Let's Show von, wie heißt das nochmal? Fortress Craft heißt das. Also Fortress wie Festung, das englische Wort halt, und dann Craft, wie bei Minecraft. Überhaupt nicht geklaut ist oder so. Ich habe auch schon lange nicht mehr geguckt, was da für Updates gab. Könnte ich nochmal reinschauen. Ein kleines Let's Show machen von dem, was ich gebaut habe. Das war übrigens, war das eins von ersten Videos, die ich hochgeladen habe? Ja. So ein Let's Show von meiner Welt da. Das war eins von den ersten YouTube-Videos, die ich hochgeladen habe. Ich glaube, das war sogar das erste Video, das allererste Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Boah, das waren noch Gammelzeiten. Wenn ihr wollt, könnte ich das Video, genau, wenn ihr jetzt ein Let's Show davon haben wollt, dann mache ich halt ein Let's Show davon. Und in dem Let's Show verlinke ich dann mein erstes Video. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist auf meinem ersten Kanal, dem Mr. Anjo-Kanal, wo ihr jetzt auch die ganzen, Maps und so downloaden könnt. Wo dann halt die Links zu den Videos auf meinem Mr. Anjo-Kanal kommen. Ist halt hochgeladen, ist aber auf privat gestellt, weil, ja, ich habe die ganzen Videos, die ich hochgeladen habe, auf privat gestellt, weil ich halt hier weitermachen wollte. Und dann könnt ihr mal sehen, wie mein erstes Video war und vergleichen, der Unterschied zwischen jetzt und damals. Ist bestimmt relativ episch für Leute zuzugucken. Hab ich gerade zu weit gebaut? Scheiße, ich bin durch. Oh, fuck. Voller durchgeprescht, ey. Das bin interessant. Also, das müsste ich schreiben. Und mich hoffentlich nochmal dran erinnern, weil ich vergesse das eh. Deswegen schreibt in die Kommentare, wenn ihr das haben wollt. Und mein erstes Video sehen wollt. Das ist peinlich. Da habe ich noch immer so total übertrieben, so. Keine Ahnung.
notgedrungen versucht, irgendwie lustig zu sein. Indem ich dann so total die dumme Scheiße erzählt habe, aber hat nicht so geil funktioniert. Ja, meine ersten Videos, die waren noch Gämmel. Ich meine, jetzt sind die auch nicht gerade wirklich toll, aber immerhin finden über 1500 Leute gut. Also muss das ja schon mal was heißen. Hau ab, du Sau. Warum hast du so einen grünen Pixel am Arsch? Grunzt. Einfach so vor dich hin. Voll asozial. Warum dran asozial ist, dass ein Schwein grunzt? Kannst deine